Club, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir machen eine Foodtour und zwar in Rom. Ich bin sehr gespannt. Wir sind hier für ein Servicekonzert. Das ist am Tag davor. Könnt ihr es gerne abchecken in der Vlog. Ja, wir werden ein paar Foodspots abklappern. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ich hoffe, mir wird es gefallen. Lasst kein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind auch schon beim ersten Spot angekommen. Und zwar. Ja, genau. Ich sag's ja, doch. Maruccio Cucina. Mariuccia. Neapolitanischer Stil. In Rom, aber trotzdem erwarte ich eine bessere Pizza als in Deutschland. Ich bin sehr gespannt. Wurde zum Gefolge von Abonnenten, ich habe noch mal gemacht und so wie in Paris eigentlich. Und so kommen immer ganz gute Sachen zustande, ihr habt immer gute Calls. Tintenfisch mit Sandwich, Zitrone rüber. Ja. Müssen wir probieren auf jeden Fall. Und ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen Rucola oder so. Aber das ist, glaube ich, eine Pizzeria. Es gibt auch Pasta. Ich nehme die hier. Das ist, glaube ich, Bufala. Ganz einfach. Einfach Margarita-mäßig mit einer mit Büffel Mozzarella drauf. Und ich hoffe, ey, ich echt. Ich hab so Bock auf die. Ich hab so Bock. Ich hab Hunger, ich hab noch nichts gegessen. Und Vorspeise dieses, ja, genau, dieses genau. Sandwich da. Ich nehm hier. Boah, da ist mir gerade einer abgegangen. Diabola. Ey, wie geil, Tomatensauce und Mozzarella, jetzt, Spicy Salami. Buchan. Ja, da kam gerade. Ich hab so Bock auf die italienische Küche. Sieht das hier draußen? Ja. So hier. So machen. Rom sieht die ganze Zeit so aus, italienische Gassen. Aber ich würde eine klassische Bufala nehmen. Gut, war auch mein erster Call. Ich glaube auch so italienische Schinken ist haram, aber lecker. So lecker. Ich will einmal Bruschetta probieren, einmal so ein Sandwich, so ein verrücktes und Pizza. Leute, Rom soll eine ganz spezielle Cola haben. Mal gespannt. Mit dem Wassergitter. Ah, mein Bro. Vorspeisen. Einmal sind das einmal Kroketten, glaube ich. Da haben wir hier gefüllte Kroketten. Bin mal gespannt. Das, ich sage. Haben wir beim Nachbarn gesehen. Ja, genau. Ich habe es gesehen und fand es direkt. Ich meine direkt, boah, das ist was für dich. Kroketten mit Tintenfisch. Zitrone. Salz wäre eigentlich noch. Ja. Bruschetta. Grazie. Stell mir den Tintenfisch ein bisschen nüchtern vor. Gut? Geil. Anfangs ein bisschen schwer, weil das ist außen. Eine Bruschetta. Ja. Das misst das Ganze ein bisschen auf. Danach kommt der Fisch. Und da ist Bruschetta. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das wird mich nicht abholen, weil ich will so Knoblauch und Zwiebeln haben. Es gab so viele Versionen, ich wusste nicht, welche ich bestellen muss. Mhm. Aber cool. Dieser sehr weich so. Außen knusprig, innen schön weich, frisch. Ja, das ist gut. Ich würde am liebsten noch 10 Zitronen ausbessern. Ich liebe Zitronen. Ich würde Salz, Zitronen und ein bisschen Knobi. Also Tintenfisch war schon mal volle Empfehlung. Ja. Daniel hat Sausage. Brokkoli, Sausage. Okay. Es gibt auch Hähnchen und sowas. Oder vegane Sachen. Sag mal was zu deinem Bruschetta, Longa. Nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht? Nee. Soll ich dir sagen, warum? Die Tomaten und das Brot und das ist einfach nicht schön in der Kombi. Ich brauche mehr Zwiebeln, Knoblauch. Schön gesagt. Und vielleicht habe ich auch das Falsche bestellt. Wer will einen Komma, Longa? Es gab 5 oder so. Und dann gib mir meine Pizza jetzt langsam. Jetzt mach mich nur satt, ich will die Pizza fest. Ganz klarer Call. Neapolitanische Art bei Pizzen. Für so. Und normale Pizzen sind hier ungefähr. Und hier ist so tiefe Pizza. Was? Oh ja, neue Colas. Ja, hier. Büffel Mozzarella. Aber ich hätte gedacht, das zerläuft jetzt. Ich auch. Das ist kein Burrata. Boah, ja, ich freue mich so. Digga, ich glaube, hier schmeckt alles. So Pasta, Tomatensauce schmeckt hier gut. Wir haben ja auch Chiliöl. Chiliöl ist immer wichtig. Ich sag, das ist ein geistkranker. Das ist Mathematik. Das war ganz schön viel. Alter, wie kannst du das denn reinschieben? So kann es nicht so gut schmecken. Mal an. Super. Oh, gib mir eine Pizza. Super leicht zum Essen. Weißt du, was ich meine? Super leicht. Ihr habt so ein großes Stück gerade drin. Geil. Boah, es freut mich. Pizza ist tutto bene. Es kommt da drüben. Voll italienisch aus. Erster Biss. Ja. Oder der Rand. Ja. Ich mich freue. Ja, wenn mein Glas leer ist, bevor die Pizza kommt. Ich sag's bei dem Abzug. Grazie. Alter. Sieht nicht verkehrt aus, Longa. Alter. Guck mal, wie groß sie ist. Das ist ein Meisterwerk. Ey, Moment, sieht krass aus. Was hast du da bestellt? Digga, ich wollte Abwechslung haben. Cool, cool von dir. Aber falsch ärgert. Ich glaube, ich würde jetzt schweigen. Das ist drauf? Nein, ich schau rein nicht rein. 20 Euro, wenn du rein warst. 50. Boah. Oh, das ist ein guter Biss, ja. Ich glaube, der Rand ist viel. Das ist echt nicht. Ich würde gerne probieren. Käse.
Das ist? Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Salami nicht so gut ist. Das interessiert mich, wie die schmecken. Geil, ey. So eine Pizza habe ich hier erwartet. Mann, Digga, mein Arm bricht aber hier hinten. Aber dieses Schneiden ist tot, ja. Ich mag aber lieber mit Messer und Gabel Pizza zu essen. Hätte mich wieder wollen. Hände nicht dreckig machen. So. Manieren. Stracciatella Eis. Stracciatella schmeckt es wieder raus. Und das muss ich jetzt den Käse vorstellen. Sehr interessant. Was denn? Hast du schon mal Stracciatella Käse gegessen? Nee, deswegen sage ich ja, sehr interessant. So, Pesto Pistazien sieht ja aus. Das ist, glaube ich, eine Pistazienkrümel, aber eine wilde Bestellung. Ist die Pasta auch geprüft oder nicht? Zeig mal her. Ich bin gespannt jetzt. Quatsch, ist das der Teller? Einfach, Bruder, wenn du so ein Nudel mit Grüne Pesto. Nee. Einfach Fertignudeln bekommen, ja. Wir wollten gerade nochmal eine Cola bestellen, einfach Dings leer, grillig. Warum wohl? Digga, wir haben es einfach leer gemacht. Wir haben jetzt noch einen Nachtisch bestellt. Digga, das ist Wahnsinn, auch mit Grün. Ich mag sowas nicht. Ich gehe seit Januar so aktiv zu. Ich glaube, es ist das beste Terrain, wieso was ich mal mit mir gegessen habe. Erstmal da ist es essen oder nicht? Noch Zucker? Du hast schon den Kopf geschüttet, bevor du so abgebissen hast. Das war der zweite. So. Von der Hand. Unglaublich geil. Super. Der Remisu in Italien. Wow. So, Mann, Digga, wir haben jetzt noch irgendeinen Shot bekommen oder so. Ingwer zieht halt bisher dann. Alter, das ist ein Spiel. Mann, Digga, wieder ein Ingwer-Shot. Für das Immunsystem. Okay, wir sind fertig. Erster Spot. Mariuccia. War super. Also das erste Restaurant, was wir essen, hat den Erwartungen standgehalten. Pizza, 9 von 10. Davor die Vorspeise kann ich euch empfehlen. Diesen Tintenfisch, wenn ihr nicht mögt, vielleicht ein Tähnchen oder so. Auch super und coole Cola hier. Ich muss sagen, super. Sehr, sehr gut sogar. 1 bis 10? Locker eine 9. Sag mal was. Feedback. Achso, zum Essen? Nein, wie findest du so die Roller und so? Straße, dass hier nur so Dings sind und keine festen Asphaltstraßen. Das ist ein Vibe. Das ist cool. Mann, sag jetzt, wie du das Essen fandest, du Schwanz. Achso, meine Nudeln waren fatal. Ja, stimmt, deine Nudeln waren scheiße. Ja. Aber ich meinte ja so Nudeln bestellen. Meine Nudeln haben einfach geschmeckt nach Nudeln mit Pesto, also hätte ich mir auch einen Tee gekauft können. Aber der Rest Pizza? War sehr, sehr gut. Du hast auch die Pizza gegessen. Der Rest war sehr gut. Vor allem das Tiramisu am Ende. Wow. Ich fand meine Pizza richtig, richtig lecker. Das einzige Negative waren wirklich diese Nudeln. Das war das Krankeste, was ich gegessen habe. Also wir können Pizza empfehlen, Pasta nicht so. Ja. Pasta 10 von 10, nein, 8 von 10. Pizza. 1 war auch nicht so gut. 8 von 10, ja, habe ich gar nicht probiert. Du hast auch irgendwas Komisches, das wollte ich auch gar nicht probieren. Pizza 8 von 10, dieser Tintenfisch. Ja, auch 8 von 10. Super. Und aus Respekt gegenüber den Nudeln eine 3 von 10. Nudeln ist falscher Ehrgeiz. Ja. Guter Laden. Overall kriegst du eine 8 von 10. Ich finde es immer noch so verblüffend, das Ding hier. Ich bin jetzt wieder hier lang gefahren. Die anderen sind dort. Wir waren gestern hier. Diese römischen Ruinen, so geil. Ich finde das so cool. Ich guck da die ganze Zeit drauf. So. Hier ging's ab, Digga. Und da war Travis und Kanye gestern. Cool. Und man kann da einfach frei rauffahren auf das Ding. Oder rumlaufen und so. Richtig geil, Rom. Richtig geil. Wir sind am nächsten Spot, aber keiner traut sich ran. Alter. Okay, Evo. Hola, ciao. Ciao. One Kebab. One Kebab. Da bewegt sich noch. Komm, du musst dran. Ist spicy? Ja, ja. Spicy, yes. Du musst aber mit mir. Ein Salad? Salad? Yes. Ja, ich mach nur auch ein bisschen. Tomato? Yes. Zutaten, Leute. Crazy Laden. Und wir müssen einfach. Italienischen Döner. Digga, das ist vielleicht einfach rosa. Mini Brother, Test. Oh, this. Yeah. This is for you. Very, very, very good. This is for him. Good one? Ah, wirklich. Oh, er gibt sogar damit an. Du Bastard. Bist du gut, Mann? Ich glaube, wir sind sein erster Kunde. Er ist so nett zu uns. Ich guck den an, ich krieg Würgereiz. Leute, der Laden ist hier vorne. Direkt bei der Brücke. Italienischer Döner. Ey, der packt in eine Mikrowelle, Digga. Nein! Slaberst du? Ah, Germany! Bitteschön, danke schön. Bitteschön, Germany. Er hat die größte Marge seines Lebens, Bruder. Er kauft einfach 10 Cent Fleisch und macht einfach 5 Watt Verkauf, Bruder. Das ist krass. Italienischer Döner wird getestet, aber nicht von mir. Doch, natürlich. Ja, musst, Digga, das ist deine Foodtour, Bro. Ist er. Komm mal, erstmal ein Schritt. Ich bin halt übel interessiert. Die Soße sieht auch so geil aus. Was ist das da drin? Ist das Ananas gefühlt? Pommes, Mann. So, Bro.
Nee. Ja, ist das ein Blick? Schmeckt es nicht? Nee, schmeckt es nicht. Einfach nee, oder? Nein! Bruder, ist einfach rosa. Digga, was? Let's omit, was kurz ist. Das ist heißt alles. Das ist gut, Digga. Gut. Ah, dann probieren wir bitte. Ein bisschen. Es ist halt ein Mix, weil ich sag ehrlich. Aus was denn? Aus dem Reinlaufen, aus dem Spielszenen und dass da halt noch nie ein Mensch drin war. Ja. Ich glaube, an sich ist da nicht mal so kacke, Digga. Ganz objektiv gesehen, das Fleisch ist fatal. Der kommt doch mal oben erstmal. Ist das Fleisch noch roh? Ist die Soße gut? Die Soße ist okay, ja. Er ist nicht schlimm, oder? Er ist nicht so kacke. Es merkt erst morgen oder so, die Tage, die Lebensmittelvergiftung. Da ist Mais. Ja, wahrscheinlich werde ich gleich Bauchschmerzen bekommen. Aber schmeckt nicht schlimm. Das Fleisch oder das Fleisch schmeckt nach nix. Also das Fleisch ist nicht gut, Bro. Ja. Aber der Rest ist okay, Digga. Oder aber was ist der Rest? Der Soße okay. Ist gut. Zippe, du musst. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ein bisschen. Du auch. Wir machen einfach Schinken. Einer muss. Chang, chang, chang. Yes! Aber nicht so übertrieben groß. Nein, natürlich nicht. Bei Billy wird es geil. Ist aus Mikrowelle. Wo das sind denn übertreibt, bitte. Ich weiß nicht so krank. Ja, auch mal nicht. Aber das ist ein Mix. Ja, Beißer! Ja, ja, ja. Doch, du musst kämpfen. Ich schwöre, das Fleisch an sich, es ist nicht so schlecht. Es ist nur dieses Reingehen. Es ist rosa. Das Fleisch ist rosa gewesen. Wir wollen gute Foodspots geben. Stark. Stark. Willst du nochmal das Fleisch angucken, wie das da rumläuft? Nee. 1 bis 10? Ja, aber was soll ich geben? Eine 3? Ich will nicht scheiße sein, aber 2. Ist gar nicht so schlimm, sagen wir. Du Fettsack. 2 von 10 ist doch gut, hätte ich auch noch abgebissen. Also Malle Döner dagegen. Malle Döner. Malle? Ja. Malle Döner ist gut. Im Vergleich zu dem. Aber halt. Ja, Malle Döner ist ein guter Anhaltspunkt. Halt, nein, so was? Du hast aber andere Bedingungen auf Mallorca, aber der knallt ganz krank. Der schiebt das richtig. Ich sag aber, das ist meinst, das ekelhaft ist das Fleisch? Aber ich hab gar nicht probiert. Ich hatte gerade gar kein Fleisch. Kann ich euch nicht empfehlen. Esst keine Döner außerhalb von Deutschland, beziehungsweise außerhalb Berlins. Wenn ihr ganz Berliner seid, dann nicht außerhalb Berlins. Es gibt ein Update von Willi. Willi, wie gefällt sich der Döner gerade? Das Fleisch klebt in meinem Hals. Ich musste dreimal schon aufstoßen beim Fahrradfahren. Wir sind jetzt in Trastavere, so ein Bezirk, wo es viele Restaurants gibt, wo nicht die Touristen fein sind und sowas. Deswegen bin ich hier sehr gespannt. Davor, wo wir die ganze Zeit waren in der Innenstadt, da sind halt nicht so gute Restaurants, aber das ist bekannt dafür und hier ist auch alles voll. Und Einheimische, das ist gut. Das wurde uns empfohlen von Bekanntschaften gestern beim Konzert. Und Jungs. Weibliche oder männliche? Von Typen, die hier wohnen, deswegen bin ich mal gespannt. Tonarello. Tonarello und Carbonara. Wir dachten gerade, hier ist gar kein Platz, aber das gehört alles dazu. Guck mal, weil wir einen Tisch für 6 Leute haben. Da auch noch. Guck mal die Schlange. 45 Minuten Schlange. 45 Minuten Schlange. Ich habe noch nie so ein volles Restaurant gesehen. Ja, wir haben keine Zeit, uns hier anzustellen und so. Und auch keinen Nerv. Deswegen, der meinte, dass das gleiche Restaurant, beziehungsweise gleiche Kette an einer anderen Location ist hier. Die Straße runter, 2 Minuten. Gucken wir mal an. Digga, wie lecker muss das sein? Es ist 14:45 Uhr. Boah. 14:45 Uhr auf dem Dienstag. Und es ist rappelvoll. 2 Minuten weitergelaufen und wir sind wieder an einem Tonarello-Spot. Ich check aber nicht, warum das so krass ist hier. Ich bin so gespannt, ne? Selbst Donarello hat auch was für Medi. Hat eine Fresse. Also in Deutschland, muss ich sagen, ist es krasser. Die haben hier quasi eine Tomate aufgeschnitten, in der Mitte Mozzarella reingekloppt und das Ding ist staubtrocken. Wir können uns hier einmal Calamaris, weil ich Calamaris liebe. Ich hätte gerne so einen Aioli-Dip gehabt und Zauspeise Carbonara. Ganz classy, weil viele sagen, Carbonara ist es im Teil. Ab jetzt bin ich. Isst du Fisch? Hast du Zitrone drauf gemacht? Das ist geil, Digga. Was sagt der Ernährungsberater? Ja, eigentlich esse ich kein Gemüse. Ich freue mich so. Carbonara wird serviert in der Pfanne, hat aber richtig lang gedauert. Ich bin gespannt. Das sieht echt so geil aus. Ich bin gar nicht so im Gefühl. Ich weiß gar nicht, was ich mit erwarte. Sieht so gut aus. Ich sag, schmeckt krass. Also keine normalen Nudeln, speziell von hier. Ich glaube, sind halt selbst gemacht. Selbst zentriert und so. Die Soße ist sehr lecker. Cool, ne? Boah, nein. Hart. Das, also, Nudeln sind hart. Ich habe mir mal ein Schnitzel geholt, ich will gucken, wie das schmeckt hier. Das ist geil. Probiert? Sehr lecker. Willi, sein, ist es warm überhaupt, das Fleisch? Oder was ist das? Ja, Medium.
Cool. Und Oliven. Was haben wir bei dir gefasst? Und dann schmeckt es gut aus. Tschüss, meine Lieben. Schon Oliven. Oliven. Okay. Ja. Ich bin ehrlich, ich hätte mehr erwartet von italienischer Pasta. Also es war lecker, es waren gute Nudeln, aber ich habe irgendwie viel mehr erwartet. Die Pizza hat mich überzeugt, aber die Pasta noch nicht so. Vielleicht finden wir noch einen anderen Laden, wo mich die Pasta überzeugt. Wir haben auch viel verschiedene Sachen ausprobiert, das Schnitzel und so, war alles. Die Jungs meinen alles stabil, oder Jungs? Essen war gut, aber jetzt nicht crazy, ne? Meine Lasagne war geisterhaft. Ja? Ich war mit meinen sehr zufrieden. Ich fand die Calamari sehr gut. Also ich würde aber nicht dafür 45 Minuten warten. Digga, egal wie. Digga, wir konnten einfach da die Straße runterlaufen, dann waren wir direkt am Tisch. Naja. Hast du einen Kritikpunkt an mir gezeigt? Ja. Zeit kam auch noch dazu. Personal. Vielleicht ist hier, ich denke mal, ist auch hier anders. Da drüben ist die Wish-Version von dort, glaube ich. Allgemein kommt hierher in den Bezirk oder in die Straße und dann sucht euch was aus. Das kann ich euch empfehlen. Aber Tonnerello, zu lange Wartezeit. Es ist überall auf Platz 1 und so bei Empfehlungen. Zu lange Wartezeit und ich glaube, da kriegt ihr besser. Ja, ich gebe Tonarello eine 7 von 10. Zuck mich. Alter, hast du das gerade gesehen? Ich hab mich so erschrocken, Digga. Weil ich durch den Kamerabildschirm ja, geguckt hab. Das war eine gute Findelonger. Ja. So, wir sind beim nächsten Spot. Pistazie. Gelateria del Real. Bei TikTok gesehen. Guter Eisladen. Vor allem, weil auch Italien ist ja bekannt für Eis. Gelato. Erstes Mal, dass ich italienisches Eis esse. Ich bin mal sehr gespannt. Ich nehme. Ich sag, das wird ganz normal schmecken. Ja? Also, wir werden euch ehrlich sagen, wie bei der Pasta. Können wir mal kurz drüber, was ist Egg Wine Cream? Ja, ist das so cringe? Oder so. Do you have strawberry? Yeah, over there. Das war eine Kugel. Zwei Kugeln oder was? Ja, das ist eine Kugel, glaube ich. Du hast zwei genommen, Idiot. Du hast zwei Geschmackkriege. Mm. Mann, Digga, jetzt habe ich bis Tatsache zwei. Alter. Das ist Legs to Ice. Ich will das auch geben. Ja, benutzt. Gut, ne? Digga, das ist ein Ablecker, ist das ekelhaft. Ich nehme alles zurück, schmeckt geisternd jetzt. Ich meine, das wird bestimmt nicht so besonders. Ich mag Erdbeereis. Beste. Voll so cremig, richtig, voll geil. Das ist das, also die schlechteste Kombination. Ja, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Zitrone? Ich sag, ich liebe Zitrone-Eis. Ein Eis, wenn ich es nicht mehr bekommen könnte, wäre Zitrone. Ja. Jedes, also ich habe alles probiert hier, das hat absolut am schlechtesten. Also das Rote schmeckt nach Scheiße, also das Essen ist auch ja, ja. Und das Weiche drauf. Aber warte mal ganz kurz. Die Meinung kommt von einer Person, die sagt, Gerolstein, das ist das Beste, was auf der Welt. Ja, okay. Und der Typ, der dieses Eisblatt isst, ist einmal am Tag Zitrone mit Salz. Der hat Kaffee mit Sauerkirsche oder was? Oh. Ja, mein Welt ist gerade hinlegen und schlafen. Willi, sonst immer vor der Camp. Ich kann nicht mehr meinen Arm machen. Was machst du da? Ja, einfach. Guck mal. Es ist nicht geisteskrank unterschiedlich zu einem deutschen Eis. Also, es ist auch gut. Ja, das schmeckt sehr gut, aber es ist jetzt nicht so, dass es. Das schmeckt in Deutschland gut und hier schmeckt es noch besser. Ja. Super, so geil. Genauso Eis. Was willst du einfach? Va bene. Grazie. Grazie. Yeah. Das ist ein cooler Aufnahme. Ich denke mal, hier gibt es viele gute Eisläden. Das ist ein cooles Essential. Allgemein, Eis ist gut. Ja, erfüllt die Erwartung. Preis-Leistung? Preis-Leistung kommt jetzt nämlich jemand ins Spiel, den kennen wir nicht lange. Yeah. Erzähl mal Preis-Leistung im Vergleich zu sonst. Das war so alt, ich bin reingegangen, ich dachte, ich zahle für meine Jungs. Ich hab die gestern auseinandergenommen, ich zahle für meine Jungs. Preis-Leistung war 19 Euro für 5 Leute. Ja, wenig. Ja, mein Eis gibt mein Eis immer 3. Sag ehrlich, Waffe. Meine Waffe hat 5 Euro gekostet. Ja, die Waffe ist wirklich mal. Stimmt. Ich sag Becher über Waffel. Und jetzt warte, ich mach noch einen coolen Abgang. Und der nächste Spot werdet ihr gleich sehen. Figaro. Hier ist L-Crowd. Keine Pilz, Digga. Keine Pilz, nichts, kein Mitsingen. Wir haben uns jetzt endlich mal für den Sandwichladen entschieden. Wir haben uns schon lange umgeguckt und so. Und jetzt abends, ich bin noch mit Ahmed und Adam draußen. Und der Laden sieht cool aus. Hier, die Theke sieht gut aus und das Fleisch.
Ich will nämlich geilen Schinken essen. Boah, cool. Die Jungs hier überzeugen mich. Wird nicht gespart. Ich glaube, das wird gut. Wer ist denn das? Ah, das könnte schon was sein. Ist das eine Artischocke? Okay. Der Käse ist richtig krass. Parmesan-Käse? Das weiß ich nicht. Ich würde gerne wissen, was für eine Soße. Wie Adam hier steht. Adam ist seit 10 Minuten in der Position und guckt sich genau sein Sandwich an. Ja, das ist cool, dass alles frisch ist und so. Oh, geil. Einfach so aus der Packung. Nee, das ist so runtergefallen. Es gibt halt so gefühlt an jeder Ecke so einen Laden. Also so Sandwich-Läden, wo man so reinlaufen kann und dann so mit frischem Käse, frischen Schinken und so. Und ich wollte unbedingt jetzt mal probieren und jetzt haben wir eins. Hat auch 10 Euro gekostet, war relativ teuer. Und dafür wurde auch nicht gespart. Willst du nicht sagen, was da drin ist, Lennart? Haben wir schon längst. Die Soße schmeckt gut, frisch. Das Brot ist ein bisschen hart durchzubeißen, aber es passt. Das schmeckt cool, ne? Und die Auswahl war auf Italienisch. Heißt, war schwer zu entscheiden, was wir nehmen. Wenn man da ein bisschen mehr Salat und sowas drauf macht, super. Für den Hunger zwischendurch. Daumen nach oben. Ich sag, das ist ein richtig italienisches Ding. 7 von 10. Der gibt eine 8. Auch weil das so speziell italienisch ist. Das gibt's in Deutschland nicht. So frisch und so. Ja, die Schatten. Super. Ja. Ja, wie saftig das aussieht. Alles ernst, super. Schmeckt das, Digga? Finde Schinken sieht lecker aus. Okay, also Sandwich war sehr cool. Es macht voll Bock, hier durch die Gassen zu laufen. Wir sind jetzt im Dreier-Squad. Wir haben alle kein Handy. Ich habe gerade nur mein Vlogging-Handy. Deren Handys laden, mein Handy lädt auch. Ich habe kein Internet auf dem Handy. Wir sind einfach abgeschaltet von der Außenwelt und machen einfach unser Ding. So ein Sandwich, Daumen hoch. Aber guck, dass die Läden gut aussehen. Das war ja schon so, dass es frisch ist alles. Nicht, dass sie schon fertig gemacht sind dort. Das haben wir auch oft gesehen. Dann habt ihr ein richtig schön frisches, wir müssen gute Soße gutes haben. Sandwich. Dürfen nicht sparen, wenn sie was drauflegen. Mein Ernährungsberater weiß Bescheid. Ganz frisch. Also wenn Gemüse, wenn überhaupt, dann frisch. Und sehr viel Soße, am besten Mayonnaise, irgendwas Fetthaltiges. Super. So, wir sind beim letzten Foodtour angekommen, um den letzten Abend nochmal zu genießen. Sind wir bei Zuma. Das gibt's an mehreren Orten, also das kenne ich auch. Ähnlich wie Nobu, glaube ich. Und ich war bei beiden noch nie. Ich war noch nie bei Zuma. Ich bin voll gespannt. Ich hoffe, wir kommen erstmal rein. Ist japanisch, also ist jetzt nicht typisch italienisch oder sonst was, aber hat eine schöne Dachterrasse und so, deswegen. Und ich wollte mal unbedingt abchecken. Deswegen sind wir jetzt hier und hoffen, dass wir reinkommen. Super, ganz gesagt. Auf welchen Namen war der Tisch? Mr. Bundy. Yeah. Die haben gerade wieder Bundy gesagt. Und wir haben so gedribbelt, dass ich irgendein Star bin und hier reinkomme. Das filmen wir aber mit Handy, das ist so unprofessionell. Junge, das ist teuer, also es ist teuer as fuck, by the way. Es ist richtig teuer. Ja, thank you. Digga, wir haben jetzt einfach ein Private Room bekommen. Im Zoom. Der Typ hier einfach verdammter DJ ist und der Typ hier ein verdammter Rapper. DJ Bundy und ich bin Rapper. Aber er ist mein DJ. Ich natürlich weiß, was ich sage. Guck mal, ihr müsst ja verstehen, der Typ an der Tür sagt, I know you zu DJ Bundy. Ja, ja. Erst meinten die, wir kommen nicht rein. Jetzt sitzen wir hier. Wir sind an der Tür und er guckt uns an und sagt so, oh. Nee, wegen Sportkleidung und so. Dann bin ich hingegangen und hab gesagt, ich bin der Manager und das ist mein Künstler und das ist die Crew dahinter. Und dann hat er gesagt, let me check. Ja, und Travis Scott. Guck mal, ey, Digga, wirklich, ich leg uns hier gerade was vor, das kostet mehr als was weiß ich, Digga, mein Haus. Das ist gut. Ja, das ist perfekt für jeden, wie du willst. Hallo, if you want to try, this is all you want. Oh, bitte. Die haben uns gerade eben schon irgendwas angedreht, irgendwas mit Wagyu und Lobster und so. Die riechen hier so viel Kohle, die kommt damit so ein Stück Fleisch. Aber weißt du, warum das ist? Und kein Disrespect, aber bei den meisten Rapper, die sind ja so doof und sagen einfach immer nur, ja, mach. Also das ist denen ja scheißegal. Und so sind wir nicht, Digga, wir sind andere Rapper. And it's possible to create the true wasabi live in front of each. Also man muss auch Komplimente geben, ihr Einsatz ist wunderbar. Try, it's different. It's the other spicy taste. Ah, jetzt mal wirklich. Make wir müssen genießen. Oh, thank you. Also jetzt mal real talk. Das müssen wir genießen. Perfekt. Right. Enjoy dinner. Thank you. Niemand bestellt. Das hat niemand bestellt. Aber okay. Ich weiß nicht, was wir bestellt haben. Das hat niemand bestellt. Macht einfach immer. Ist das Wagyu? Junge, was kommt denn jetzt? Das ist so eine Kamera. Ah. Fleisch ist geil, auch schön scharf. Top 3 versprochen. Wahnsinn. Einfach bis Kabasa. Egal was ist, Thema 10. Wir sind Shrimps-Experten. Ich probiere den jetzt direkt. Ich sag, aber die Soße ist super. Aber gut, der Shrimp. Ja? Fuck with that. Würde jeder machen. Was ist das?
Garnelen. Da bin ich auch sehr gespannt. Reiner? Bin ich auch ein Experte. Kauen, kauen, kauen. Ja, gut scharf. Ich muss auch sagen, wir sind hier in einer Preisklasse. Weil Sterne 1 bis 5 sind über 5. Also es ist schon das teuerste. Aber ich war noch nicht bei Zuma und ich wollte einmal erleben. Also ich war einmal, Nikola Schroffer Ara war ungefähr. Das war in der Türkei, auf Gottrum, Lira. Der Rest versteht sich von alleine. Ich weiß nicht, was ich erwartet. Ich möchte sagen, das, was ich jetzt mache, ich weiß nicht, was ich mache, das ist der, ne? Was denn? So. Soll ich das jetzt? Kaviar? Weiß ich noch nicht. Für mich. Wir haben schon mal Kaviar bestellt. Wieso haben wir Kaviar? Wir werden so verarscht. Wir werden so verarscht. Seebarsch mit Kaviar drin. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber. Komm, am Ende kommt. Oder er ist ja schon. Mit Sojasauce ist gut. Wer hat den bestellt? Ja, komm einfach an. Den erinnert mich das. Nö, haben wir auch. Nächste Top, die in der Hafen von Dudu. Dudu 31, Berlin. Adam meinte gerade, davor Pferdefleisch gegessen, jetzt Wagyu. Aber. Beim Döner. Bis zur 2 Stunden hast du Fleisch am halben Döner. Ich hab mich dreimal übergeben fast. Auf einmal esse ich jetzt die Wagyu. Ja? Hilfe. Das ist Chicken, ne? Hilfe. Ist es doch noch? Wie Tag. Hilfe. Wie geil ist das Fleisch? Ey, das ja. Geistkrank. Geistkrank. Ich frage gerade Sidney, ob er testen möchte. Er macht so. Ja. Wie? Nächster Tag bin ich mal gespannt. In der Mama haben wir angetan. Bruder, ich und Sidney saßen hier und haben ja gesagt. Das ist Wagyu und Kaviar. Ich hab keine Ahnung. Probier mal bitte. Ist das Kaviar? Nee, oder? Doch. Bitte nicht. Junge, dann kostet ein Burger 100 Euro. Ja, das soll jetzt einfach zusammen. Der kostet 100 Euro. Weißt du, was wir da gerade haben? Sollen wir das sagen? Was ist das? Wir haben gerade Mbappé seinen Saudi-Vertrag da vorliegen. Bruder, das. Alles, was teuer ist, versammelt. Sie hat ja gesagt, entweder Lobster oder. Ja, oh. Nee, hör auf, Longer. Nee, Longer. Oh. Wer will da kommen? Longer. Wer will da kommen? Muss ich. Wieso habt ihr mich noch nicht rausgelockt heute? Ey, kann ich den im Ganzen oder einzeln? Genießen. Boah. Kennst du, wenn Tadeus das erste Mal Tramburger ist, dann musst du essen, der. Das Beste mit diesem Trüffel, dem Fleisch. Alles. Ich würde sagen, der Beste. Bis ans Leben. Bist du zu viel Soße? Das sollte sein. Echt? Also, ich schwöre, was auf deiner Zunge, kennst du dieses? Das ist ja, das sind so Sachen, die kannst du nicht beschreiben, die passieren einfach auf deiner Zunge. Selbst das Brötchen hat ganz eigene. Schön gesagt, mein Bruder hat das. Sehr schön. Und das nenne ich richtigen Einsatz. Leer gemacht. Gut so. Ich sitze hier mit Socken übrigens. Ich genieße meine Aroma. Erstmal was ich bestellt habe. Das ist wieder das Wagyu von da vorne. Ohne Sojasauce tut mir ein bisschen weh. Ich Burger war viel besser. Ehrlich? Ja. Das ist scheiße. Ich habe mir den zuerst gegessen, dann war das so. Aber geil. Geil. Haben wir den zuerst gegessen, vor dem Burger? Boah, ja, Mann. Später die Rechnung mit reinknallen. Die meinten, das steht nicht auf der Karte. Lammkotelett. Okay, okay, wir haben die schon mal gegessen. Das war das krasseste Lamm, was ich jemals gegessen habe. Ja? Ich will sagen, dass die Bille nicht so schlecht reden soll, weil sein Lamm, wenn er grillt, ist auch super. Was ist das für ein hässlicher Bruder? Hast du da Blick gesehen? Geht. Ist nicht so gut. Was war? Ist nicht gut. Ganz normales Ribeye. Wohngefallen, ich esse. Roller, Röhr. Ja, gut. Das
Letzte, was wir haben, Sushi. Sorry, wir haben so viel hier zum Racken, weil wir so viel Verschiedenes bestellt haben. Das Letzte ist jetzt Sushi. Ich erwarte eigentlich nicht so viel. Ganz easy. Makis, Lachs mit Avocado. California ist das, ja, von dir? Avocado. Ebi mit, also Garnele mit Avocado. Das hat die werden am wenigsten. Aber viele coole Sachen gab es ja auf jeden Fall. Wir wird bestimmt sowieso kaum jemand hingehen, aber... So ein Essen müssen wir immer wissen. Und so ein Essen müssen wir. Irgendwas ist schon gut. Oh Mann. Ich wollte noch mehr Soße haben. Oh. Der Lachs schmeckt richtig geil. Ja, aber mit diesem wirklich sehr gut. Es hat gemundet. Oh. Es hat gemundet. Es mundet sehr. War sehr lecker. Sehr viele Gaumenschmäuse dabei. And then we have ice cream selection, seasonal ice cream selection and fruit selection. We have the chocolate truffles also and two amazing special chocolates. So it's the Verona limited edition chocolate blend made only for Zuma. With the ice cream inside. Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. Appreciate it. Sieht gut aus. Okay. Das sieht sehr schokoladisch aus. Das ist warm. 1, 2, 8, 24. Diese, ja hier, 6 Burger, 138. Einer hat 23 Euro gekostet. Geisteskrank. Angebot. Preisklasse 5 Sterne, wie gesagt. Aber war sehr, sehr lecker. Und ist einmalig. Nur damit ihr mal so ein bisschen seht, was da zu essen gibt, wie viel sowas kostet und so. Sightseeing etc. seht ihr bei Willi, bei Daniel auch. Ja, das war's noch mit der Foodtour. Hier ist natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis hart. Das ist ein dicker Minuspunkt, aber trotzdem, ich würde sagen, dafür, dass man so eine Geschmacksexplosion ab und zu hat, wo man denkt so, boah, geil, eine 7,5 von 10. Aber Preis halt. Dickes Manko. Ich wollte einfach nur Manko sagen. Ja, das war's mit der Foodtour. Rom war allgemein sehr cool, muss ich sagen. Essen hat den Erwartungen entsprochen. Bis auf der Döner. Ich bin sehr zufrieden mit dem englischen Essen. Der Döner, Döner haben sie auch nicht erwartet. Der Döner ist in der schwarzen Tonne gelandet. Der Döner landet auf jeden, läuft noch bei mir, Mann. Lass gerne ein Like da lassen, aber da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß mir und dich raus, ich bin dein Wingman. Check die Karte, Hände auf und was willst du drehen? Mit den Wegen kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah.